jeden Popsong innerhalb von 5 Minuten erlernen. Wie das funktioniert, zeige ich dir jetzt gleich. Los geht's! Hey Marcel hier von Modern Music, willkommen zu einem weiteren Video. Wenn du zum ersten Mal hier bist und lernen möchtest, Klavier zu spielen, dann starte jetzt gleich und abonniere den Kanal. Vergiss auch nicht, die Glocke zu aktivieren, um keine Videos zu verpassen. Du siehst weiße, du siehst schwarze Tasten. Vor dir liegt diese schwarze Zweiergruppe. Links davon, wenn du runtergehst, haben wir den Ton C. Ich erkläre dir gerade mal diese Töne hier von C bis C. Ist eigentlich wie das Alphabet, nur ohne AB. Fangen bei C an. C, D, E, F, G. Und jetzt sagen wir, beginnt das Alphabet von vorne. A, B, C. Das Einzige, was wir hier als Ausnahme bedenken müssen, das B heißt nicht B, sondern H. Somit haben wir C, D, E, F, G, A, H, C. So, wie nennt man die schwarzen Tasten? Wenn wir vom D kommen, hängen wir die Silbe S dran. Somit hieße der Ton dann Des. Wenn wir runter wollen, einen halben Ton, wollen wir vom D einen halben Ton hoch, dann hängen wir die Silbe Is dran. Somit heißt der Ton dann Dis. Wollen wir vom E wieder einen halben Ton nach links runter, hängen wir Silbe S dran, also ein S. Ja? Du siehst schon, jeder schwarze Ton, ja, kann zwei Namen haben. Machen wir nochmal einen hier, ein G, wollen nach links, also S dran, Ges, und ein G nach rechts hoch, einen halben Ton, die Silbe Is, also ein Gis. So einfach ist das. Okay, jetzt haben wir in der Popmusik meistens Akkorde, die wir spielen. Was sind Akkorde? Mindestens zwei Töne gleichzeitig zusammengespielt. Wir nehmen aber oft drei Klänge, das heißt drei Töne. Dur- und Moll-Dreiklänge. Dur klingt so, meistens hell und freundlich. Und Moll im Gegensatz dazu dunkel, ein bisschen traurig, sagt man. So, wie bildet man diese Dur- und Moll-Dreiklänge? Mit einer einfachen Regel. Bei Dur 4-3. Bei Moll 3, 4. Was meine ich damit? Wir zählen einfach Halbtöne ab. Lass uns mal, wenn wir jetzt mal den Song Let It Be spielen wollen, geben wir das hier bei Google ein, geben Chords noch dahinter ein, ja, der englische Begriff für Akkorde, und dann nehmen wir hier mal diese Seite und dann siehst du, haben wir hier verschiedene Akkorde, C, G, A-Moll, F, dann wieder C, G, F und D-Moll und C noch. Jetzt müssen wir diese Akkorde bilden mit unserer Regel, C-Dur. Ja, würde dann C, jetzt zählen wir vier Halbtöne ab, 1, 2, 3, 4, super. Und dann nochmal 3, 1, 2, 3, dann haben wir unseren C-Dur-Akkord. Super, G-Dur wäre hier das G und dann 1, 2, 3, 4 abgezählt und wieder 3, 1, 2, 3, G-Dur. A-Moll, 1, 2, jetzt nur 3 abzählen bei Moll und dann 1, 2, 3, 4 nach oben hin. Dann kommen wir noch zu einem F-Dur, Daumen auf F. Wieder 4 abzählen, 1, 2, 3, 4, wieder 3, 1, 1, 2, 3. Dann beginnt es wieder mit dem C, ein G haben wir, ein F, ein C, ein D-Moll fehlt uns noch, also Daumen aufs D. Jetzt wieder 3 abzählen bei Moll, 1, 2, 3 und nach oben hin 4, 1, 2, 3, 4. Super, somit haben wir alle diese verschiedenen Akkorde. Mit unserem C geht's los. Jetzt weißt du, wie man Dur- und Moll-Akkorde bildet. Unsere linke Hand spielt Oktaven, sprich hier, wo unser Daumen immer liegt. Diese Töne sind hier im kleinen Finger und im Daumen gedoppelt. Ja? Das nennt man Oktaven. Ja? Die kann ich einfach dazu anschlagen. Auch wenn ich jetzt einen C-Moll-Akkord spielen würde, klingt diese Oktave immer noch. Ja? Das kann ich also tun. So, um jetzt mein Let It Be zu spielen, fange ich mit meinem C an. Gehe dann gleich zum G, zum A-Moll, zum F, zurück zum C. Ja, und ich spiele in meiner rechten Hand immer so zwei Akkorde, die ich anschlage. Ja, das würde dann so klingen. C, G, A-Moll, F-Dur, wieder C, C, G-Dur, F, C, D-Moll, C. So, hier ist es ein bisschen tricky. Du siehst, da ist so ein Slash-Akkord, C slash E. Das heißt folgendes, davor steht ein F-Dur. Wenn ich also hier ankomme, dann spiele ich in meinem Bass das E und in meiner rechten Hand den Akkord C. Ja? Gehe dann zum D-Moll und spiele das C. Würde dann schneller so klingen. F. Ja? Okay. Wenn ich es jetzt noch ein bisschen ausbauen möchte, dann kann ich zum Beispiel hier noch immer den zweiten Finger einbauen und meine Quinte spielen im
Bass. Und in meiner rechten Hand kann ich zum Beispiel auch Umkehrungen bauen. Das heißt, ich kann meine Töne einfach versetzen. Ja? Die Töne bleiben gleich. Ich versetze sie nur in andere Richtungen. Und dann könnte der Song zum Beispiel so klingen. Und somit siehst du, kommen wir genau bei 5 Minuten raus. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du hast einen Eindruck bekommen, wie schnell man wirklich Popsongs sich erarbeiten kann. Wenn du Fragen zu Akkorden hast, schreib es mal gerne in die Kommentare rein. Ich helfe dir da gerne weiter. Gib mir gerne einen Daumen nach oben, wenn es dich weitergebracht hat. Ansonsten würde ich mich freuen, dich zu sehen. Klick gerne auf den Link unter dem Video. Trag dich ein ins Formular, ich rufe dich dann zurück für Klavierunterricht per Videokonferenz. Wenn du da Bock drauf hast, live 1:1 mit mir per Videokonferenz, eben über dein Tablet, Laptop oder Smartphone, da verbinden wir uns ganz einfach. Oder du sagst, ich möchte das Ganze vielleicht doch erstmal ausprobieren über einen Videokurs. Da habe ich auch einen Pop-Piano-Videokurs, einen 10-stündigen im Angebot für dich, auch unter dem Video, wie du das magst. Ich würde mich freuen, da von dir zu hören und sage bis dahin, dein Marcel von Modern Music.